Das war's. Ich hatte gehofft, nein, es ist nicht länger von Bedeutung. Ich nehme an, Daenerys hat einiges von Wert zurückgelassen. Nehmt es, wenn ihr möchtet. Ich brauche frische Luft. Daraus wird nichts. Es war leicht. Es wird niemals enden. Ich bin aus einem Land voll dunkelster Magie entkommen und werde doch bei jedem Schritt von ihr verfolgt. Sie ist eine Qual, die sich in mein Fleisch und meine Seele gebrannt hat. Und jetzt finde ich mich erneut in Gesellschaft einer Magierin wieder. Ich habe euch dort drin Zauber wirken sehen. Mir hätte früher bewusst sein müssen, was ihr tatsächlich seid. Sagt mir, welche Art von Magierin seid ihr? Wonach strebt ihr? Soll ich uns wirklich den ganzen Spaß verderben, indem ich es euch erzähle? Ihr seid fähig. So viel weiß ich. Wir sind nicht alle gleich. Und wir haben eure Verachtung nicht verdient. Ich fürchte, ich erscheine euch undankbar. Falls dem so sein sollte, entschuldige ich mich. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernen. Ich habe Daenerys zwar nicht gefunden, aber ich stehe dennoch in eurer Schuld. Hier habt ihr alles Geld, das ich besitze. Genau wie Enzo es versprochen hatte. Und solltet ihr jemals Hilfe benötigen, werde ich sie euch mit Freuden gewähren. Ich plane eine Expedition, bei der ich Hilfe brauchen könnte. Natürlich. Solltet ihr mich jemals brauchen, findet ihr mich hier. Wenn Daenerys sein Anwesen zurückhaben will, kann er gerne herkommen und seine Ansprüche geltend machen. Abgesehen davon stehe ich euch jedoch zur Verfügung.
Sekunden! Tedeus, halte dich gerade! Alle an ihre Plätze! Willkommen im Schwarzen Emporium! Vergreift euch nicht an dem Bengel! Er steht nicht zum Verkauf! Sucht euch euren eigenen! Wisst ihr, nur wenige sind einer Einladung würdig. Die Leute durchsuchen die Kanalisation nach dem Emporium und belästigen den armen Bengel. Und ich sage ihm immer wieder, er soll ihnen antworten: Nein, ihr seid nicht würdig, verhungert in der Kanalisation. Nur leider spricht der Bengel nie. Irgendjemand versucht immer, diese Straßen für sich zu beanspruchen. Aber es gibt bestimmt eine Belohnung, wenn ihr dafür sorgt, dass ihr nicht sicher seid. Nachts ist es in Kirkwall nicht sicher. Überall treiben sich Schlägerbanden herum. Allerdings bezahlt üblicherweise auch irgendjemand für ihre Beseitigung. Solche Aufgaben. Oh.